Willkommen zum heutigen Börse at Home, unserer montäglichen Lunchbreak für Geldanlage. Heute mit dem Thema Robo-Advisors. Ganz, ganz spannend, wie ich finde. Bei uns ist Markus Jordan von Extra ETF und er wird in der nächsten halben Stunde seine Expertise mit Ihnen teilen. Wie immer, Sie können Fragen stellen. Rechts ist das Panel. Geben Sie einfach Ihre Fragen ein. Wir entweder während der Session, wenn es passt, oder am Ende beantworten. Und ich begrüße jetzt erstmal ganz herzlich Markus, schön, dass du da bist und uns was über Robo-Advisors erzählen möchtest. Vielleicht stellst du dich erstmal vor, wer dich hier nicht kennt. Ja, Edda, danke für die Einladung. Das passt auch vom Timing her optimal, weil das Thema Robo-Advisor bei uns gerade auch sehr aktuell ist. Wir haben ja alle 2 Monate ein Magazin, was wir auch rausbringen. Und da ist gerade in der aktuellen Ausgabe eben nämlich der Robo-Advisor-Test veröffentlicht worden, wo die Kollegen ein paar Monate jetzt dran gearbeitet haben. Extra ETF ist ein Informationsportal für Privatanleger. Die Mission ist im Prinzip, dass wir Anleger unterstützen dabei, dass sie eben selbstständig ihre Anlageentscheidungen treffen können. Und wir bieten da halt verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel eben solche Testberichte und Vergleiche. Das machen wir für digitale Vermögensverwalter, Robo-Advisor, aber auch für zum Thema ETF-Sparpläne beispielsweise oder für Broker. Vergleich und auch das Thema Aktiensparen ist auch ein Thema, was ja on vogue ist, gerade bei jungen Anlegern. Das wird auch von uns analysiert. Und dann haben wir natürlich unseren ganzen Newsfeed, wo man sich über Neuigkeiten zum Thema ETF und Geldanlage informieren kann und unser Webportal als zentrale Anlaufstelle, wo alle möglichen Informationen einfach und intuitiv aufbereitet werden, eben mit dem Ziel, Privatanleger dazu unterstützen, eine bessere und günstigere Anlageentscheidung zu treffen. Im Idealfall, wie es ja auf der Folie auch geschrieben steht, kommt dann am Ende eine höhere Rendite raus oder selbst wenn nicht eine höhere Rendite rauskommt, kommt vielleicht weniger Risiko raus. Das sind so die beiden Maxime, die wir dabei immer haben. Und das Angebot ist eben sehr, sehr umfänglich, wie ich schon gesagt habe. Schön. Vielleicht wollen wir vorweg mal einfach erklären, was sind überhaupt Robo-Advisors? Eine kurze Erklärung geben. Vielleicht weiß das nicht jeder oder jeder hier. Ja, der Begriff ist ja mittlerweile so ein bisschen, sagen wir mal, falsch, weil das suggeriert so ein bisschen, als ob da jetzt eine Maschine ist, die alles entscheidet. Das hat sich aus der Historie so entwickelt. Man hat dann plötzlich von Robo-Advisern gesprochen. Benutzen wir natürlich auch den Begriff, aber eigentlich trifft es viel besser und es ist dann auch viel leichter zu verstehen, wenn man sagt, es ist eine digitale Vermögensverwaltung. Und das sind ja 2 Begriffe, digital, also es ist ein digitaler Zugang. Ich kann über einen Browser, über eine App oder sowas Zugriff haben und meine Finanzen anschauen. Und das zweite Wort ist die Vermögensverwaltung und das ist das, worum es eigentlich geht. Das heißt, ein Anleger, der sich jetzt bei einem Robo-Advisor / digitalen Vermögensverwalter an den wendet, der delegiert sozusagen an den Vermögensverwalter alle Aufgaben, die es um das Management seines Geldes zusammenhängen. Also sprich, ich eröffne da ein Konto, zahle in der Regel dann erstmal Geld ein, wähle eine Anlagestrategie. Und dann investiert der Vermögensverwalter für mich nach dieser Anlagestrategie und von meiner Seite als Kundenseite muss eigentlich im Prinzip nichts mehr machen. Komplett alles habe ich delegiert an diesen Vermögensverwalter. Und dafür zahle ich was für diese Dienstleistung und kriege aber alles sehr schön aufbereitet, sehr transparent aufbereitet, eben über Smartphone oder Desktop. Ich habe den Eindruck, dass es täglich mehr werden. Und finde das Angebot ziemlich unübersichtlich. Wie viel haben die denn, die für Robo-Advisor? Und was unterscheidet sie? Ja, wenn man sich mal anschaut, wenn man sich so die Historie auch anschaut, die ersten Angebote sind ja so 2014 rausgekommen. Und da haben wir selber ja auch ursprünglich als Extra-Magazin damals Easyfolio ja herausgebracht. Das war, ich glaube, der 2. Robo-Advisor in Deutschland. Da gab es damals noch Barmo. Beide, also Farmo gibt es nicht mehr, Easyfolio gibt es noch. Es gibt momentan, also in unserem Test haben wir 24 Anbieter getestet. Ich würde mal schätzen, dass die Anzahl der Anbieter so bei 30, 35 momentan liegt. Und da muss man auch nochmal gucken. Früher war das eher aus so Startups getrieben. Das heißt, da haben sich neue Firmen gegründet. Die haben die Angebote gestartet. Die sind natürlich schneller gewesen, konnten Technik und so weiter sehr schnell aufbauen. Und dann über die Jahre hinweg sind halt immer mehr Banken auch dazu übergegangen, ihr vielleicht zum Teil bestehendes Vermögensverwaltungsprodukt, was schon da ist in der Firma, auch zu digitalisieren, sprich einen Online-Zugang zu ermöglichen. Und deswegen
Kann man da nicht mehr so sagen, das ist eine Start-up-Welt, ein Angebot nur von Start-ups oder von neu gegründeten Firmen, sondern es geht letztendlich um das Produkt Vermögensverwaltung, was schon seit zig Jahren am Markt besteht und schon immer in den großen Banken bei vermögenden Kunden eingesetzt wurde, aber jetzt halt digitalisiert wird. Und deswegen wird die Anzahl der Anbieter auch noch viel, viel weiter steigen, weil es im Prinzip ist es für ein Institut, die das Produkt schon hat, nur eine logische Konsequenz, das auch digital seinen Kunden anzubieten. Genauso wie heute jede Bank Online-Banking hat, auf die eine oder andere Art und Weise, wird das Produkt Vermögensverwaltung sehr wahrscheinlich auch von jeder Bank irgendwann mal angeboten werden. Und wenn man sich jetzt, weil da die Logos ja draufstehen, sich die Vestor zum Beispiel anschaut oder auch Visual West, habe ich die gar nicht drauf gemacht, habe ich die vergessen? Habe ich vergessen, da fehlt sogar noch ein Logo. Also Bivesto ist der Robo-Advisor, das Robo-Advisor-Angebot der Sparkassengruppe. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, die Sparkasse München hat Bivesto im Angebot, aber es gibt noch zig andere Sparkassen, die auch Bivesto im Angebot haben. Und genauso bei Visual West, da heißt es dann Mein Invest. Und Mein Invest ist sozusagen der Angebotsarm der Volks- und Raiffeisenbanken. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde sich an eine Volks- und Raiffeisenbank wendet und dort eine digitale Vermögensverwaltung angeboten bekommt, dann ist das eben MeinInvest/VisualVest. Das heißt, es gibt schon hunderte Anbieter, aber teilweise werden die halt gebündelt unter den einzelnen Anbietern. Was unterscheidet jetzt diese klassische Ausprägung der Vermögensverwaltung von dem jetzt dann neuen digitalen Angebot? Kann man das verallgemeinern? Wird es günstiger oder sind da gar nicht so große Unterschiede? Ich glaube, es von den Preisen, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, wie die klassischen Vermögensverwaltungen sind. Ich glaube, der Hauptunterschied ist die Standardisierung. Ja, weil ich mir schon vorstellen kann, dass bei einem, sagen wir mal, einem Private Banking Kunden, der vielleicht 2, 3, 4 Millionen Euro hat, ja, und machen wir ein Beispiel, sagen wir, der arbeitet bei Microsoft, ja, nur mal als Beispiel. Und ist vermögend, hat vielleicht durch Aktienoptionen ein Vermögen gemacht, geht jetzt zu einer Privatbank, kriegt dann eine Vermögensverwaltung. Die werden wahrscheinlich sehr individuell auf diesen Kunden eingehen und zum Beispiel dafür sorgen, dass der nicht auch noch in Technologieaktien auf der einen oder anderen Art und Weise investiert ist, weil es ein erhöhtes Risiko für ihn wäre, weil er schon zum Beispiel Belegschaftsaktien von Microsoft hat. Bei den digitalen Vermögensverwaltern ist alles standardisiert. Da fehlt diese Individualität. Ja. Die meisten Anbieter bieten mehrere Strategien, 10, 20 verschiedene Risikoprofilierungen an, wo ich mich dann als Kunde irgendwie einordnen kann. Mit einem Fragebogen funktioniert das. Aber ich kann halt jetzt nicht sagen, ich würde gerne investieren, hätte aber bitte keine, was weiß ich, Finanzwerte in meinem Portfolio. Diese Grad der Individualisierung gibt es noch nicht, ja, in der Breite zumindest nicht. Deswegen ist es standardisiert. Von der Kostenseite würde ich sagen, es gibt Anbieter, die, im Durchschnitt würde ich sagen, zwischen 0,5 und 0,7% die Kosten, die man da so hat. Mhm. Es gibt manche Angebote, die sind günstiger beim Einstieg. Da gibt es so Rabattaktionen beispielsweise, dass so die ersten 10.000 Euro kostenfrei verwaltet werden. Danach kostet es was. Manche haben so Preisstaffeln, da ist es kleinere Anlagebeträge höher. Ab 50, ab 100.000 Euro wird es prozentual deutlich niedriger. Also da muss man so ein bisschen die einzelnen Anbieter anschauen. Insofern, ja, um nochmal abzuschließen und zusammenzufassen, also es fehlt bei einer standardisierten Vermögensverwaltung digitalen an Individualität. Ich würde sagen, die Kosten sind wahrscheinlich ein bisschen höher als bei einer klassischen. Das liegt aber im Wesentlichen an den Anlagebeträgen, weil, wie gesagt, bei einer digitalen kann ich ab 500 Euro, ab 1 Euro investieren. Bei einer klassischen Bankvermögensverwaltung ab 100.000, 500.000, ab 1 Million. Als ich bis vor einem Jahr bei Börsentagen habe ich bei Vorträgen oft gefragt, wer nutzt denn hier schon Robo-Advisor? Und dann so von ein paar hundert Leuten waren das meistens nur einer und meistens ein Mann über 50. Irre ich mich da oder welche Leute, wie viele Anleger oder Anlegerinnen setzen das sogar ein inzwischen? Weißt du das? Und wie viel verwaltetes Geld liegt da bei den Robos? Ja, wir haben ja bei uns auf der Seite auch so eine Statistik, wo wir immer von den Pressemeldungen, die so veröffentlicht werden, die Zahlen immer rausschreiben. Und da haben wir aber auch nicht alle Anbieter. Komme ich gleich nochmal dazu, warum das so ist. Ich schätze, der Markt dürfte so zwischen 8, 7, 8, 9 Milliarden Euro sein. Das ist, klingt jetzt erstmal nach einer großen Summe, ist aber eigentlich mini. Ja, wenn man den ETF-Markt anschaut,
Da gibt es ja ETFs, die schon einzelne ETFs, die 30, 40 Milliarden Euro in der Verwaltung haben. Also das ist wirklich nicht viel. Aber es ist natürlich auch ein Produkt, was jetzt nicht von heute auf morgen sprungartig nach oben geht, sondern viele dieser Kunden sparen ja an. Das heißt, die investieren, man zahlt vielleicht mit 5.000 Euro ein, dann kommt vielleicht ein Bonus, wo man nochmal 1.000 Euro einzahlt. Das heißt, es ist ein, sagen wir mal, wachsender, stetig wachsender Markt, der jetzt schon aber auch eine gewisse Dynamik hat. Wenn man mit Anbietern spricht, wer nutzt das, dann sind es schon eher technikaffine Menschen, also Leute, die Online-Zugang und Affinität haben, die einfach auch Spaß dran haben, eine App vielleicht zu nutzen und sich da ihre Grafiken und Zahlen anzuschauen. Es sind sehr viele, die, wenn sie dann Kunde sind, auch ansparen. Also es wird eher als, sagen wir mal, digitales Sparbuch, neue Spardose, nenne ich es jetzt mal, genutzt. Leider immer noch Männer, wobei es auch ein paar Anbieter jetzt gibt, die sich auf das Segment Frauen fokussieren und da, sagen wir auch nochmal, vielleicht eine bisschen andere Art der Ansprache versuchen, um das ein bisschen attraktiver zu machen. Also ja, es ist eher was für Leute, die schon ein bisschen mehr Geld haben. Ja. Und jetzt kommen wir zur Gretchenfrage. Das ist der, ich denke, das wird hier die meisten interessieren. Wie finde ich denn, wenn ich jetzt Interesse habe, sowas einzusetzen für meine eigene Vermögensverwaltung, wie ja. finde ich einen passenden Robo-Advisor für mich? Wie würdest du vorgehen? Ja, also zunächst mal würde ich natürlich sagen, unsere Webseite anschauen, die Vergleiche sich mal anschauen, aber grundsätzlich, man muss sich, glaube ich, erstmal in das Segment informieren. Da bietet sich jetzt wirklich an, zum Beispiel eben hier unser Spezial einmal zu lesen. Ab 80 Seiten ist im Prinzip jede Frage beantwortet, die es zu dem Thema gibt. Und letztendlich, wenn man sich so grundsätzlich mal über das Thema informiert hat, muss ich mir halt überlegen, erstmal, wie will ich eigentlich investieren? Also welche Strategie passt zu mir? Ja, will ich jetzt das eher sehr transparent haben und eine sehr klar nachvollziehbare Anlagestrategie für mich haben? Dann gibt es wieder ein paar Anbieter, die genau beschreiben, wir legen in den und den Gewichtungen an. Das wird dann einmal im Jahr zum Beispiel rebalanced oder sowas. Ja. Dann gibt es Anbieter, die bestimmte Risikomanagementstrategien fahren. Da ist es ein bisschen dynamischer. Manche Anbieter, wie zum Beispiel Solidvest, die nutzen Aktien und Anleihen. Ja, die meisten anderen nutzen ETFs. Dann kann ich mir auch noch überlegen, will ich nachhaltig zum Beispiel investieren? Also ist mir diese nachhaltige Anlagestrategie ist mir wichtig. Da gibt es nämlich dann auch Anbieter, die beide Produkte anbieten, konventionelle oder nachhaltige oder auch nur nachhaltige. Also das wäre so mal die erste Orientierung. Dann muss ich gucken, wie viel Geld habe ich überhaupt zum Anlegen? Also sprich, habe ich jetzt einen größeren Betrag oder habe ich nur einen kleinen Anlagebetrag? Weil manche Anbieter haben bestimmte Einstiegshürden. Es gibt eine Menge Anbieter, die so bis 500.000 Euro die Einstiegsniveau haben. Dann gibt es aber auch einen großen Teil an Anbietern, die so ab 10.000 Euro haben. Das heißt, da fallen ja dann auch schon mal ein paar raus. Genau, und wenn ich dann da sozusagen meine Orientierung habe, dann würde ich noch die Kosten anschauen. Und da empfehlen wir immer eher so Anbieter, die also mehr als 0,775% dürfte die Anlagestrategie wirklich nicht kosten. Weil man muss vielleicht auch nochmal das Gesamtkonstrukt sehen. Wir sagen immer, das ist so ein bisschen wie beim Kochen. Ja, ich kann im Supermarkt gehen und mir aus dem Riesenregal die ganzen Zutaten zusammenbauen und mir mein eigenes Rezept erstellen und dann kochen. Das ist so der selbstentscheidende Anleger, der es mit ETFs selbst macht. Ja, der steckt eine Menge Arbeit drin, aber es kriegt ein günstiges, gutes Produkt. Die zweite Alternative oder Variante wäre, dass man so vorgefertigte Anlagestrategien in sein Portfolio stellt. Das wären dann in unserem Fall Portfolio-ETFs, wo das Asset Management ausgelagert ist. Und die dritte Variante, das ist sozusagen ins Restaurant gehen. Da suche ich mir aus einer Karte was raus, genieße den ganzen Service, muss im Prinzip gar nichts machen. Das Essen kommt, es wird gekocht, wird wieder abgeräumt. Das ist am teuersten, aber auch am bequemsten. Und das wird sozusagen der Robo-Advisor. Und da muss ich halt auch überlegen als Anleger, Wie will ich das machen? Weil natürlich ist der die selbstentscheidende Direktanlage bei einem Low-Cost oder Neo-Broker, also bei dem Broker, wo die Gebühren sehr, sehr niedrig sind, das ist das Billigste und Günstigste, was man machen kann. Aber man hat halt dieselbe Verantwortung und auch die eigene Entscheidung, die man da treffen muss. Und ja, beim Robo-Advisor ist es teurer, lagere ich aus. Ich
würde aber sagen, ein fairer Preis für einen digitalen Vermögensverwalter ist irgendwo so um 0,5%. Und da gibt es eben nicht so viele. Ja, also da trennt sich schon so ein bisschen die Spreu von Weizen. Wir haben ja auch noch eine Grafik dabei von unseren Testsiegern. Vier Anbieter haben wir nämlich für gut befunden, weil für als Empfehlung können wir ja herausstellen, wir haben eine Menge sehr gut, aber vor allen Dingen vier als Empfehlung. Und wenn man sich da dann die Kosten anschaut, dann sind es eben die, die vor allen Dingen Rabattaktionen oder insgesamt sehr günstige Einstiegskonditionen haben. Ja, vielleicht wollen wir uns das mal anschauen. Ihr bewertet ja auch, also wenn ich jetzt, nur eine Frage vorweg. Bei einem Robo-Advisor habe ich aber keine Orderkosten, oder? Vielleicht mag der Max mal weiterschalten. Ja. Ja. Oh, ich habe bei einem Robo, Vielleicht ganz kurz, hier sieht man jetzt mal die Gesamtaufstellung. Also man sieht, es gibt jetzt keinen schlechten. Ja, das schließt sich jetzt dann auch gleich an der Art und Weise, wie wir getestet haben. Und ist natürlich klar, wenn heute ein Anbieter an den Markt herausgeht, ich meine, der wäre ja bekloppt, wenn er nicht mal annähernd ein attraktives Angebot baut. Also die Stellschrauben sind einfach, was biete ich an? Also das Angebot, die Kosten und die Performance. Performance ist nochmal ein Sonderfall, komme ich nachher auch nochmal drauf. Aber wenn mein Angebot schon nicht mithalten kann mit den anderen und meine Kosten nicht wirklich mithalten kann, dann brauche ich gar nicht am Markt kommen. Deswegen sind die Ergebnisse hier, sagen wir mal, von den Noten her relativ ähnlich. Wenn man nochmal eine weiterspringt, weil dann kann ich anhand der Empfehlungen mal anschauen, das kann man jetzt vielleicht nicht so gut erkennen, aber wie gesagt, das RoboAdvisor Spezial, das bietet man ja noch zum Download dann in der E-Mail an, das kriegt jeder. Wir haben ja die drei Kategorien, das ist im Prinzip Angebot, Service und Kosten. Und bei Angebot, da ist es halt wichtig, wie viele Anlagestrategien habe ich, ja, und wie viel bedeutet immer, in welcher Granulation des Risikos kann ich eine zu meinem Anlageprofil passende Strategie finden? Und da ist es natürlich besser, wenn die ein bisschen mehr anbieten, weil dann kann ich halt, wenn wir es jetzt mal in Prozentsätzen der Aktienquote ausdrücken, kann ich halt wählen, ob ich jetzt 10% Aktien, 20, 50 oder 100% wähle. Das ist natürlich besser, als wenn ich nur eine Strategie habe oder zwei mit 10% und 100% zum Beispiel. Und ansonsten sind dann halt da auch noch wichtig die Mindestanlagen, dann wie das Rebalancing stattfindet, also wie das Portfolio wieder in Einklang mit der ursprünglich gewählten Anlagestrategie gebracht wird und ob halt Sparpläne möglich sind, weil wir ja wissen, dass Sparpläne, also monatliche Einzahlungen für die Kunden eben sehr, sehr wichtig sind. Und bei der Gebühr, da teilen wir das so ein bisschen auf nach unterschiedlichen Anlagebeträgen in unserem Punktesystem, weil es natürlich vermessen wäre, einen Anbieter jetzt nur nach den Einstiegshürden zu bemessen und danach wird es teurer. Manche Anbieter haben für größere Anlagebeträge eben wieder niedrige Gebühren, deswegen machen wir da so ein Set an Gebühren und ermitteln dann die Gesamtkosten sozusagen. Und das sind so die Hauptstellschrauben, nach denen man die Anbieter klassifizieren kann. Und Evergreen, Quirion, Raisin Invest und Visual West, das sind aus unserer Sicht einfach die insgesamt attraktivsten Anbieter momentan. Es gibt ja auch Angebote, es gibt ja auch Vergleiche, die so mit Echtgeld die Performance testen über längeren Zeitraum. Und da fällt mir auf, dass so, wenn ich da alle halbe Jahr mal reinschaue, dass sich das dann einmal umdreht. Liegt es daran, dass es schwer vergleichbar ist oder in unterschiedlichen Marktphasen oder was? Weil die Performance ist ja für viele Anleger ein extrem wichtiger Punkt. Kann ich überhaupt von der Performance auf heute oder zurückliegenden Performance auf die Eignung eines Robo-Advisors für mich schließen? Ja, also ich habe hier auch eine Folie mitgebracht, da habe ich jetzt nur mal die mit 50% Aktienquote herangezogen. Also diese Frage stellen wir uns in unserem Testbericht auch immer. Sollen wir die Performance mit reinnehmen oder nicht? Und das ist extrem schwierig, weil zum einen sind wir immer darauf angewiesen, was die Anbieter uns liefern. Und der eine liefert seine Performance mit Gebühren drin, der andere ohne Gebühren. Dann gibt es manchmal Anbieter, die vielleicht noch eine Performance-Fee mit drin haben. Ist die jetzt da schon abgezogen oder nicht? Also das ist schon mal relativ schwierig. Ja? Und dann, wie du schon gesagt hast, verändern sich die Rankings extrem stark. Und wenn ich jetzt wirklich eine qualitative Auswertung treffen will, ab wann ist ein Anbieter gut, dann müsste ich ja einen sehr langen Anlagehorizont eigentlich betrachten, also über mehrere Jahre.
Jetzt ist der Markt relativ jung noch, so dass wir gar nicht von vielen die Daten so lange haben, weil die die nicht veröffentlicht haben. Aber wir haben trotzdem hier mal versucht, das so ein bisschen transparent zu machen. Wenn man jetzt dann, wenn ich jetzt nur die Anbieter untereinander vergleiche, dann fehlt aus unserer Sicht noch so ein bisschen die, was wäre denn rausgekommen, wenn ich selber mache, Perspektive. Mhm. Und da haben wir eben unsere Weltportfolios, also das ist in blau markiert, in der Mitte ungefähr, extra ETF Weltportfolio 50. Da haben wir einfach ein Zwei-Komponenten-Portfolio gebaut mit 50% Aktienquote, 50% Anleihen, alles global, Aktien und Staatsanleihen, und geguckt, was hätte das denn gebracht, weil das wäre so die simpelste Art und Weise, selber Geld anzulegen. Und da sieht man jetzt eben, dass es jetzt in der Mitte steht mit 2001 5,1%, und es gibt eine ganze Menge Anbieter, die drunter stehen, es gibt aber auch eine Menge Anbieter, die drüber stehen. Ich glaube, so macht die Herangehensweise Sinn, indem man sich das einfach mal anschaut, bisschen vergleicht, wie war es in den Jahren davor, wie haben die sich in unterschiedlichen Marktphasen geschlagen und sich dann sozusagen an den Anbieter heranwagt. Es gibt manche Anbieter, zum Beispiel Scalable mit ihrer Value-at-Risk-Strategie, die greifen ja aktiv ein, und das kann manchmal gut sein. Im letzten Jahr hat es überhaupt nicht funktioniert, deswegen sind die auf diesen Ranglisten momentan extrem weit unten. Aber ich finde, es ist falsch, jetzt aufgrund von einem schlechten Jahr jetzt einen Anbieter komplett zu verteufeln, weil ich muss es dann schon in den Gesamtkontext sehen. Wir selber sind ja eher so die Verfechter davon, dass wir klare, transparent nachvollziehbare Anlagestrategien haben. Also mir wäre es lieber jetzt zum Beispiel so ein Angebot wie Raisin Invest, wo ich statische Allokationen habe, weil das versetzt mich als Anleger dann in die Lage, auch ein bisschen besser einzuschätzen, wie sich das Portfolio wohl jetzt gerade verhält in der Marktsituation. Und ich glaube, der wirkliche Mehrwert, warum sollte ich zu einem Robo-Advisor gehen, ist wirklich die Zusammenstellung. Ich muss mich nicht drum selber kümmern. Ich habe einen sehr transparenten Zugang. Es ist sehr einfach und flexibel für mich zu handhaben. Und ich muss ein Stück weg schon darauf vertrauen, dass der Anbieter mir einfach eine marktgerechte Wertentwicklung liefert. Ja, ich darf es aber, glaube ich, nicht so extrem hart vergleichen und nach einem Jahr oder nach einem halben schlechten Jahr gleich wieder alles umschichten. Das macht, glaube ich, in dem Fall keinen Sinn. Hier gibt es eine Frage zu der Tabelle. Bei eurem, was du eben gesagt hast, eurem Weltportfolio würde keine Vola ausgewiesen werden. Wieso das? Ich glaube, wir berechnen die nicht. Deswegen haben wir die Kennzahl nicht. Vermute ich mal. Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber diese Portfolios kann man bei uns auf der Webseite alle in Ruhe auch anschauen, wie die sich in bestimmten Marktphasen auf Monatsbasis ermittelt hat. Ich glaube, dass wir diese Kennzahlen nicht berechnen. Mhm. Bei dem berechnet schon, deswegen wundert es mich, dass da nichts drin steht. Mhm. Eine Frage, gibt es auch einen Robo-Advisor für vermögenswirksame Leistungen? Weißt du, ob da irgendeiner anerkannt ist? Es gibt Oscar. Das ist technisch gesehen ist der Dienstleister dahinter Scalable Capital. Oscar ist sozusagen eine Marke von Finanzen.net, von dem Finanzportal. Und die bieten einen VL-Sparplan, nenne ich es jetzt mal, an. Der ist aber nicht, da kriegt man nicht die Sparzulage. Man kann diese 40 Euro maximal einzahlen, aber es gibt nicht diese Prämie. Okay. Staatlichen Prämie. Aber ich kann über Gehaltswandel, also wenn der Arbeitgeber mir diese 40 Euro zahlt, kann ich die da in den Vertrag einzahlen. Und sonst hier ist mir momentan nichts bekannt. Hier gab es auch einen Hinweis zu Oscar von einer Teilnehmerin zu Anfang, die gesagt hat, sie nutze Oscar und da seien irgendwie nur Frauen als Nutzerin. Ja. Möglich, vielleicht für diejenigen, die Oscar nicht kennen, die richten sich eigentlich gezielt an Geldanlage für Kinder. Also das ist zumindest die Marketingidee dahinter. Ja. Ist auch ein super Angebot, finde ich auch gut. Das ist halt sehr spitz auf eine Zielgruppe erstmal positioniert. Ich würde es jetzt mal ein bisschen weiterfassen auf Familien, weil da können Eltern beispielsweise für mehrere Kinder sozusagen Konten anlegen und das in einer App sozusagen alles steuern. Also vielleicht noch einen Punkt, das ist ein ganz guter Punkt. Der Robo-Advisor ist, finde ich, ein super Tool für Kinder, weil es ist ja oft so, dass die Frage immer ist, was soll ich dem Kind schenken? Oder wenn man dem Kind was schenken will, was schenke ich? Und vielleicht oder mal irgendwie mal 200 Euro zur Kommunion oder was auch immer, zu besonderen Ereignissen. Und da können die Eltern natürlich super simpel sagen, hier ist die Kontonummer, überweise es einfach. Mhm. Und
die Eltern müssen sich dann nicht mehr darum kümmern, irgendwas zu tun, sondern sobald Geld eingeht, wie bei einem Sparplan, wird es zum nächstmöglichen Termin dann in die Strategie allokiert. Das ist also relativ simpel, dann einfach auch, sagen wir mal so, Geldgeschenke sinnvoll dann anzulegen. Was mich nochmal zu meiner Frage von vorhin zurückbringt, das ist ja auch so, dass bei den Robos keine Handelskosten anfallen. Also sprich, wenn ich jetzt dieses Rebalancing selber machen wollte oder mache, und ich sage, ich will immer einen 50-50 Aktien-Anleihen-Anteil haben, dann muss ich ja das eigentlich noch gegenrechnen gegen die Kosten, oder? Ja, genau. Also die Gebühren, hatte ich ja gesagt, so zwischen 0,5 und 0,7 ist so die Range, wo wir sagen, das ist noch einigermaßen vertretbar. Das sind immer All-In-Fees. Das heißt, da steckt alles drin. Jede Transaktion ist drin, alle Gebühren, Steuerbescheinigungen, sonstige Gebühren, die so potenziell anfallen können, sind da alle damit abgegolten. Das macht es für den Kunden sehr einfach, weil er eben weiß, wie viel er zahlt auf sein Anlagevermögen. Und man muss nicht immer, es entsteht kein Interessenskonflikt, dass der Vermögensverwalter irgendwie ständig umschichtet, um vielleicht nochmal irgendeine Gebühr zu kassieren, sondern der macht einfach das, was jetzt gerade der Strategie sinnvoll entspricht. Das ist schon ein Vorteil. Klar, man muss aber auch sagen, wenn man jetzt ein selbstentscheidender Anleger ist und ein bisschen cleverer ist und sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt, dann kann man halt heute auch bei diversen Online-Banken Rabattaktionen wahrnehmen oder hat schon ein ganz regulär günstiges Preismodell, sodass dass da zumindest keine Bankgebühren entstehen. Aber auch jedes Rebalancing, jeder Kauf und Verkauf in dem Portfolio erzeugt ja auch immer ein bisschen Spreads, also Geldbriefspannen, die ich ja auch irgendwie bezahle. Ja. Auch wenn die jetzt, wenn man über Xetra handelt, natürlich bei ETFs super niedrig sind, weil die ja halt größter Marktplatz auch für ETFs ist. Aber es zwackt trotzdem ein bisschen was von der Rendite weg. Deswegen, ich finde es besser zu wissen, wie die Strategie funktioniert. Die sollte dynamisch sein im Sinne von mindestens ein-, zweimal im Jahr sich wieder auf diese gewählte Gewichtung justieren, aber nicht ansonsten so viel rumhandeln. Das ist kein Trading-Produkt. Eine Vermögensverwaltung ist eigentlich ein stinkelangweiliges Produkt. Ja, ich entscheide mich für eine Anlagestrategie. Ich sollte der ein paar Jahre auf jeden Fall mal treu bleiben und nicht hin und her switchen die ganze Zeit und das Ganze sich auch mal ein bisschen entfalten lassen. Ja, das ist nichts für schnelles Hin- und Herschichten. Da habe ich auch ein paar Fragen genau zu diesem Thema. Also ein Teilnehmer möchte wissen, ob ihr ausweist, welche Robos nur Buy and Hold im Aktienanteil machen. Also bei uns kann man sich über die Strategien informieren. Eine klassische, also eine extra Klassifizierung haben wir nicht. Das ist aber ein ganz guter Punkt. Das nehme ich mal auf, weil es ist ja einfach eigentlich simpel. Wir können ja uns die Anlagestrategien anschauen und noch so ein Fleck oder so dran machen, damit man so ein paar Kernfakten hat. Das ist eine gute Idee, das nehme ich mal mit auf, ja. Und hier kommt auch nochmal direkt ein Hinweis, Nachfrage dazu, also zwei sogar. Wäre auch interessant zu wissen, welche Robos besonders aktiv im Aktienoptimieren wären, also quasi das Gegenteil von ausschließlich Rebalancing machen. Ja, und der zweite Hinweis ist, dass ein Teilnehmer sagt, mit der Automatisierung müsste es doch auch möglich sein, spekulativere Strategien zu fahren, ob es da ein Angebot gibt. Ja, also vielleicht mal das Letzte zuerst. Spekulativer ist ja die Frage immer, also was der jetzt damit meint. Das kann ja von Optionstrading über Einzelaktientrading gehen. Momentan sind die Strategien im Gros eher, sagen wir mal, das Risiko ist höher, also entscheidet sich nur anhand der Höhe der Aktienquote. Also es ist immer ein breit gestreuter Ansatz aus Aktienanleihen im Wesentlichen und ich kann dann variieren zwischen einer hohen Aktienquote und einer niedrigen. Es gibt ja Solidvest, die von Dr. Jens Erhardt, die Vermögensverwaltung, die setzen halt auf Einzelaktien. Da hat man halt so ein bisschen die Kompetenz des Vermögensverwalters auf Einzelaktienebene noch mit dabei. Aber jetzt so, ich muss gerade überlegen, so eine klassische Vermögensverwaltung, so nach dem Motto, wie bei so einem Börsenbrief, wir kaufen heute Dollar und morgen verkaufen wir Gold und so, das kenne ich jetzt so nicht. Und wenn es es gibt, dann ist es jetzt in unserem Verständnis nicht sehr seriös, weil die Frage ist ja auch, für was setze ich das ein und
würde ich jetzt, also könnte ich jetzt mit gutem Gewissen jemanden so eine Vermögensverwaltung, eine Trading-Vermögensverwaltung, nennen wir es mal, zum langfristigen Vermögensaufbau oder für die Altersvorsorge empfehlen? Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ja, aber gibt sicherlich Anbieter von so Trading-Buden, die auch sehr aktiv haben, kann ich mir gut vorstellen, dass es sowas auch gibt. Ja. Aber haben wir jetzt bisher nicht angeschaut. Da sind wir dann auch sehr schnell bei dem Social Trading, also bei den quasi Dinge wie Portfolio oder Follow My Trader, wo ja tatsächlich jemand tradet und man kann das nachtraden oder automatisiert nachvollziehen, was ja eigentlich nichts anderes ist, außer dass man nicht sein Geld anders einzahlt, sondern es passiert auf dem eigenen Konto. Ist einfach ein anderes Produkt, glaube ich. Ja, also hier geht's. Ja, ich glaube, man kann es wirklich damit beantworten, wie ich gesagt habe. Würde ich da mein ganzes Geld zur Altersvorsorge reinhauen, dann würde ich bei so einer Strategie eher nicht. Es kann Baustein im Portfolio oder sein in meinem Vermögen. Bei den Anbietern würde ich durchaus einen Großteil meines Vermögens investieren, weil es sind klassische Vermögensverwalter. Vielleicht noch das Thema Sicherheit ist ja auch noch eine Frage. Rechtlich gesehen ist es so, man eröffnet bei einer Abwicklungsbank ein Konto und ein Depot. Alles, was auf dem Konto liegt, und das ist bei Vermögensverwaltern in der Regel wenig, ist gar nichts, ist einlagensicherungsgeschützt von der jeweiligen Abwicklungsbank, und es sind in der Regel deutsche Vollbanken. Und der Vermögensverwalter und die Wertpapiere liegen bei dieser Bank auch treuhänderisch. Das heißt, selbst wenn die Bank pleite gehen würde, hat der Gläubiger nicht Zugriff auf die Bestände. Und der Vermögensverwalter, der kriegt vom Kunden die Vollmacht, dass er im Portfolio Transaktionen ausführen darf, aber nicht wegüberweisen. Da muss er nochmal einen extra Auftrag erteilen. Und deswegen ist das von der Sicherheit her sehr sicher. Das größte Risiko ist kein operationelles Risiko, sondern ist eigentlich, dass der Markt fällt. Also das Marktrisiko mit der Anlagestrategie ist eigentlich das größere Risiko. Danke dafür. Hier eine Frage zu einem konkreten Anbieter, Arero der Weltfonds. Das wäre dann doch eigentlich auch ein Robo-Advisor, weil man müsste ja nur einzahlen. Ja, genau. Also vielleicht Arero, das ist ja von Professor Weber, ein Fonds, der Arero Aktien, Renten, Rohstoffe investiert. Das ist im Prinzip auch ein vermögensverwaltendes Produkt, aber das ist ein Investmentfonds. Also ich als Kunde gehe zu meiner Bank, kaufe diesen Fonds und der Fonds wird dann in meinem Depot verwaltet. Vom Produkt, also vom Outcome ist es das Gleiche. Ich habe eine breit gestreute Vermögensverwaltung, aber technisch gesehen liegt bei einem Robo-Advisor in meinem Depot, ich sage jetzt mal, 5 einzelne ETFs und bei dem Arero oder bei Portfolio-ETFs oder bei anderen vermögensverwaltenden Investmentfonds liegt eine WKN im Portfolio. Aus Kundensicht ist die Rendite das Gleiche, ja, also der Outcome ist in beiden Fällen meinetwegen 10%. Einmal habe ich halt 10 ETFs im Portfolio oder 10 andere Wertpapiere und da habe ich das alles im Fonds. Hat beides Vor- und Nachteile. Arero ist ein super Produkt, ist günstig, es wird physisch repliziert, also sprich, das sind einzelne Aktien und Anleihen drin. Ist ein super Produkt. Es gibt auch mittlerweile, vielleicht um das noch in die Brücke zu schlagen, auch ein paar Portfolio-ETFs. Das wäre sozusagen in der Analogie, die ich hatte, dieses mittlere Segment, Portfolio-Lösungen, da passt Arero rein, da passen auch die Portfolio-ETFs von BlackRock, von Vanguard mit rein, von der Deutschen Bank, von Luxor. Da habe ich mit einem Produkt eine Vermögensverwaltung in meinem Portfolio als einzelnes Produkt. Ich habe jetzt Aktien, die ich im Portfolio habe, dann kaufe ich mir noch das rein, dann habe ich noch ein vermögensverwaltendes Produkt mit drin und die kosten auch teilweise zwischen 0,25 bis 0,5%. Also da ist für Anleger traumhaft. Ja, also das ist wirklich eine super Situation. Ich kann von selber machen bis fertige Produkte, bis ganz bequem kann ich da wirklich alles machen. Ich glaube, der Kunde sucht sich da so ein bisschen sein Produkt raus, was er braucht. Manche wollen halt einfach das ein bisschen einfacher, transparenter haben. Das ist vielleicht auch, viele emotionale Sache, sich nicht wirklich drum kümmern. Und die sich drum kümmern wollen, die finden dann halt mit den anderen Varianten bessere Lösungen. Danke dafür. Und jetzt kommt noch eine sehr kluge Frage, wie ich finde. Sollte man immer stellen, wenn irgendwas für Umme da ist. Wie refinanzieren sich denn Anbieter ohne Servicegebühren? Woran verdienen die ihr Geld? Ja, also weil wir gerade die Folie hier haben, gehen wir doch mal die erste Spalte durch, Evergreen. Das ist ein Anbieter aus Leipzig, die haben
Also ich als Kunde eröffne ein Konto und Depot bei der DAB Bank. Das kostet nichts. Die Anlagestrategien, die ich kaufe, das sind, meine ich, zwei Fonds, Yin und Yang heißen die. Und die Fonds selber sind von Evergreen und die kosten 0,59%. Das heißt, da sehe ich auch noch einen Rechtschreibfehler, da steht Servicegebühren, das ist falsch geschrieben. Die reine Strategie oder in dem Fall, wenn man das ist halt auch so der Punkt Servicegebühren. Es gibt keine Gebühr, die vom Konto abgebucht wird, aber in den Fonds, diese 0,59%, die wird aus dem Fonds, aus der Performance abgezogen. Deswegen in der Liste sind die bei 0,0, aber die verdienen über ihre eigenen Produkte 0,59. Ja? Ah, okay. Bei Rubab, das ist ein ganz neuer Anbieter, den haben wir auch noch nicht, da gibt es auch noch keinen Testbericht bei uns auf der Webseite, das wird jetzt gerade erstellt. Die sind ganz, ganz neu. Deren Ansatz ist, wir bieten es kostenlos an und versuchen im Nachgang Geschäfte mit den Kunden zu machen, um da dann Geld zu verdienen. Was genau, ist noch nicht bekannt. Also es geht in Richtung, es gibt zum Beispiel in Amerika einen Anbieter, der heißt Acrons, sehr erfolgreich. Da ist die ETF-Vermögensverwaltung auch kostenfrei. Wenn die Kunden aber, die Kunden kriegen dann so Angebote über die App, also zum Beispiel, wenn du jetzt, keine Ahnung, über uns einen Apple-Produkt kaufst, kriegst du dann einen besonders guten Preis, aber die kriegen halt nochmal von Apple was bezahlt, so nach dem Motto. Also die versuchen sozusagen darüber dann Geld zu generieren. Und bei Quirion, bei denen ist es so, die ersten 10.000 Euro im ersten Jahr sind nur kostenfrei. Das sorgt natürlich, ist im Prinzip eine Promotion-Aktion, wo man einfach mal kostenfrei testen kann. Ja, und entweder taugt es einem, dann ist man auch bereit, die 0,84% vielleicht danach zu bezahlen. Oder es taugt einem halt nicht, dann geht man halt wieder vom Anbieter. Also es ist so, man muss da immer ein bisschen in die Details schauen. Das macht jeder so ein bisschen anders. Also hier ist auch eine Rückfrage eben zu dieser Angabe. Die Kosten entstehen, wenn man 10.000 Euro in diesen Robo-Advisor an der Stelle anlegt. Genau. Ja. Deswegen, wir haben das aufgeteilt, weil zum Beispiel bei Grony beispielsweise, sieht man jetzt zum Beispiel in der ersten Spalte ganz unten mit 0,68%, ja, währenddessen sie ab 50.000 Euro 0,38% nur noch verlangen. Das heißt, das war das, was ich vorhin auch meinte, es gibt manche Anbieter, die haben sinkende Prozentsätze, je nachdem, wie viel Geld angelegt wird. Deswegen haben wir das so aufgeteilt. Und bei Quirion sieht man dann ja auch Quirion 0,48, währenddessen die ersten 10.000 kostenfrei sind. Ja. Super spannender Überblick. Vielen, vielen Dank, Markus. Den Test des Magazins, da schicke ich, weil die Frage auch gerade kam, einen Link mit der E-Mail, mit der Aufzeichnung von heute. Wenn jetzt noch Fragen sind zu dem Thema, bitte jetzt stellen. Das ist ein hervorragender Moment dafür. Und ansonsten, extrem interessant. Bin gespannt, wie das weitergeht. Was ist so deine Perspektive? Was glaubst du, wie sich der Markt entwickeln wird? Also ich glaube, wir werden noch viel, viel mehr Anbieter bekommen, weil einfach jede Bank das, ich sage jetzt mal, wie Online-Banking einfach im Angebot hat. Ja, das ist erstmal gut. Es gibt dann so Portale wie uns und andere, die sich halt mit dem Thema dann auseinandersetzen. Das ist wahrscheinlich die erste Anlaufstelle. Ich persönlich rechne damit, dass es wird Anbieter geben, die noch günstiger werden, weil die Konkurrenz ist ja wirklich, ich mache es selber und so schwer ist eine sinnvolle Anlagestrategie mit ETFs aufzubauen jetzt auch nicht mehr. Das heißt, ich glaube, bei den ganz einfachen Robo-Advisern werden die Kosten runtergehen. Das sieht man auch zum Beispiel an Raisin Invest mit 0,33. Jetzt Vanguard, der Robo-Advisor, der ETF-Anbieter, steht mit dem eigenen Produkt vor der Tür. Die werden da sicherlich auch nochmal einen ordentlichen günstiges Preisschild dranhängen. Das ist so die eine Entwicklung. Und dann, glaube ich, gibt es aber auch die gegenläufige Entwicklung, dass es Anbieter gibt, die werden tendenziell vielleicht ein bisschen teurer werden, aber dafür viel, viel mehr Service noch anbieten. Also, weil wenn man sich überlegt, was bietet ein klassischer Vermögensverwalter an? Das fängt vielleicht an mit natürlich einer persönlichen Beratung. Es fängt an mit anderen Anlageklassen, dass man vielleicht auch Liquid zum Beispiel, die bieten auch so Private Equity Beteiligungen an.
das ganze Thema Immobilien könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das dann noch integriert wird. Also sprich, ja, die Angebote werden sich weiterentwickeln, es wird günstiger werden und es wird viel mehr Features und Services geben. Na, spannend. Dann danke ich dir auf jeden Fall. Im Moment sind keine Fragen mehr. Und danke, dass du deine Zeit und deine Expertise mit uns geteilt hast. Klar. Und hier kommen ja, auch ganz viele. Vielleicht nur kurz, weil die Folie dann auch da ist. Ja, ich habe ja auch einen Podcast, also immer schön einen Podcast hören. Ja. Da gibt es nämlich auch eine Folge nochmal zu dem Thema RoboAdvisor. Da sind aber wahrscheinlich ein bisschen andere Daten drin, weil das habe ich, meine ich, im letzten Jahr gemacht. Das basiert noch auf Basis des alten RoboAdvisor-Tests. Aber wer sich da nochmal in das Thema näher einhören will, kann sich gerne den Podcast annehmen. Guter Tipp. Danke an dich und danke an alle, die dabei waren. Und wir machen jetzt eine Pause. Nächsten Montag ist ja Ostermontag. Und am Montag danach geht es weiter mit dem Thema Geldanlage für Kinder. Also quasi, was kann man tun, wenn man für seine Kinder anlegen will, außer Oskar. Ja, sehr wichtig. Gerade die ersten 18 Jahre sind ja der Game Changer aus meiner Sicht beim Sparen für Kinder. Da muss man unbedingt aktiv werden. Ja, ja, sehe ich auch so. Echt spannendes Thema. Danke sehr und schöne Ostern an alle. Danke. Bis danach. Genau, tschüss, ciao.